Der ganze Schrotthaufen hier ist von mir. Yo, Freunde, was geht ab? Heute werden wir ein uraltes Format wiederbeleben. Ich habe hier nämlich ein wunderschönes Piratenschwert mit dabei. Das stelle ich euch gleich mal etwas genauer vor. Und heute werden wir herausfinden, was für ein Schaden das anrichtet. Aimi ist auch mit dabei. Hi Leute. Hi Leute. Hi Leute. Wie ihr sehen könnt, haben wir sehr gute Wetterbedingungen, alles zugeschneit. Wir müssen erstmal alles aufbauen. Und währenddessen wir das tun, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Auf die guten alten Zeiten. Der Legende nach hat dieses Schwert vor 300 Jahren ein zweiäugiger Pirat besessen. Sein Name war Klaus Störtebäcker. Er störte gerne Bäcker bei ihrer Arbeit. Mit diesem Schwert konnte er besonders gut Brote durchschneiden, aber auch Schnee. Außerdem hat er es geliebt, geliebt zu werden. Deswegen klaute er den Bäckern das Brot und verteilte es an die Armen und Hungrigen. Dabei spielte das Schwert eine ganz besondere Rolle, denn niemand wollte sich mit Klaus Störtebäcker anlegen. Sie hatten Angst, dass er sie ohne mit der Wimper zu zucken aufspießt. Dank dem Schwert konnte Klaus Störtebäcker die Bäcker weiter stören und beklauen. Ich hoffe, meine kleine Geschichte hat euch gut unterhalten. Im Großen und Ganzen finde ich das Schwert richtig schön. Schauen wir uns erstmal ganz kurz die Scheide an. Sehr schön verziert. Auf der anderen Seite auch nochmal richtig schön in Piratenoptik. Ansonsten das Schwert, das ist schön scharf. Zeige ich euch gleich nochmal. Hier schaut euch das mal an. Auch sehr schön verziert. Da haben wir ein Piratenschiff drauf und ansonsten einen schönen Griff. Es liegt auch sehr gut in der Hand. Wenn ich jetzt hier in den Karton schneiden möchte, dann ist das gar kein Problem. Aber eine negative Sache muss ich leider erwähnen. Und zwar ist der Griff hier nicht ganz fest. Die muss man ab und zu festschrauben. Also man merkt schon, dass es jetzt nicht qualitativ das hochwertigste Schwert ist. Zum Durchschneiden habe ich hier ganz viele Sachen mit dabei und das ganze Zeug ist abgelaufen, Freunde, macht euch keine Sorgen, wurde mir zur Verfügung gestellt. Teilweise sogar hier sehr lange abgelaufen. Eine alte Fernsteuerung habe ich auch mit dabei, bin mal gespannt, ob das Schwert schaffen wird, die zu zerbersten. Ich würde sagen, genug rumgelabert, fangen wir mit dem ersten Gegner an und zwar dieses Ding hier. Ist das eigentlich ein Kürbis, ey? Sieht schon aus wie so ein Kürbis. Wie ein komischer Kürbis. Wir platzieren Mr. Kürbis komisch hier auf diesem Eimer. Hey, du brauchst keine Angst haben, Mann. Dir wird nichts passieren. Seht ihr, Freunde? Der vertraut mir. Aber ob das die richtige Entscheidung war, mir zu vertrauen? Boah, ich weiß ja nicht. Die Schutzbrille ist an. Erster Schnitt des Tages. Ich bin mal gespannt, ob ich noch treffe. Auf die Plätze. Fertig. Oh. Nicht durchgeschnitten, was? Alter, der Kürbis ist ja voll der Endgegner. Schaut euch das mal an. Da kann man den Schnitt schön sehen. Sieht aus, als wenn er jetzt einen Mund bekommen hat. Also ich würde mal sagen, ich muss das Schwert mal mit zwei Händen ganz festhalten und dann verpassen wir den noch einen zweiten Schlag. Ich glaube, ich schaff's noch, den durchzuschneiden. Der ist echt härter, als ich gedacht habe. Zweiter Versuch mit viel mehr Schwung. 3, 2, 1. Ja, Mann. Oh yeah, geschafft. Ist kein 100% sauberer Schnitt. Nichtsdestotrotz sah das noch gar nicht so übel aus. Ist das eigentlich ein Esskürbis? Keine Ahnung. Aber wir werden das den Hühnern geben. Die werden das schon essen. Was mir jetzt aufgefallen ist bei den ersten zwei Versuchen, dadurch, dass wir hier unten so viel Gewicht haben, also gerade wegen diesem Handschutz hier oder wie man das auch immer nennt, kann man gar nicht so gut zuschlagen. Also mit einer Hand ist es so oder so schon schwer, Sachen durchzuschlagen, weil man möglichst schnell das Schwert von A nach B bewegen muss. Die zweite Hand, die kriege ich hier erstens nicht so gut rein und zweitens, aufgrund dessen, dass da einfach so viel Gewicht da unten ist, lässt sich das halt nicht so schön bewegen. Ich würde schon sagen, das ist ein Nachteil, aber dafür hat es hier halt auch den Vorteil, wenn man getroffen wird oder so, ist das ein Schutz für die Hand. Sogar ein sehr essentieller Schutz. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr seid so im Schwertkampf, ihr bekommt eine Klinge an eure Hand. Ich glaube, dann ist für euch der Schwertkampf gelaufen. Ich meine, was wäre denn ein Johnny Hand ohne eine Hand? Nur ein Johnny. Ey, der war so schlecht, ne? Der war so schlecht, scheiße. Wir machen weiter mit dem zweiten Gegner und das ist ein stabiles Papprohr. Schaut euch das an, ist schon etwas dicker. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Piratenschwert es schaffen wird, das durchzuschneiden. Sowas habe ich auch noch nie versucht, aber ich bin gespannt, was passieren wird. Wir legen los. Boah, stell dir vor, es wäre mir jetzt aus der Hand gerutscht und die voll gegen den Kopf. Ja, solange es nicht schwer ist, okay.
Und meinst du, das wird was mit durchschneiden? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, es wird einfach nur weggehauen. Aber wir testen es einfach. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. 100% Konzentration. Auf die Plätze. Fertig. Oh. Aua. Ja, wie man hier sehen kann, haben wir einen schönen Einschnitt. Nicht mal die Hälfte habe ich geschafft. Wenn ich die Hälfte geschafft hätte, hätte ich es vielleicht geschafft, das Ding noch zu zerreißen. Da sieht man schon ganz leichten Knick. Sehr schade, dass ich bisher noch nie mit einem Schwert versucht habe, so ein Pappding durchzuschneiden. Aber ich werde das Ding auf jeden Fall aufheben. Wir werden ja irgendwann noch die Dreier-Challenge machen mit den anderen Schwertern. Und da werden wir mal gucken, ob irgendein anderes Schwert schaffen wird, das Papprohr durchzuschneiden. Aber eine Sache können wir machen, um das Piratenschwert beispielsweise mit dem Langschwert zu vergleichen. Und zwar testen wir einfach, wie viele Wasserflaschen es durchschneiden kann. 5 Stück habe ich hier platziert. Und ich habe so das Gefühl, 5 Stück sind auch sehr gut gemeint. Ich glaube, das Schwert schafft nur so 3. Ich glaube, beim Langschwert waren es sogar mal 8. Das Katana war auf jeden Fall auch wirklich sehr gut. Aber es kommt halt auch noch auf die Klinge drauf an, ne? Also ich meine, bei dem Piratenschwert ist die angeschliffene Seite auch wirklich sehr schmal, aber nach hinten hin wird es halt sehr breit. Naja, wir versuchen es einfach mal. Ich bin gespannt, was das jetzt wird. Ich glaube, es wird auf jeden Fall spritzig. 3, 2, 1... Alter, das war ja mal gar nichts, nur eine Flasche. Ich kann es gar nicht glauben. Erste Flasche hier auch schon nicht so sauber durchgeschnitten. Aber die zweite Flasche, die hat nicht mal einen Kratzer abbekommen. Es ist absolut nicht einfach, mit einem Piratenschwert Sachen durchzuschneiden. Ziemlich spitz ist das Ganze noch. Ob man damit was abstechen kann, testen wir jetzt anhand dieser Flasche. Ach, Flasche! Du dachtest wohl, du kommst hier lebend raus? Da hast du dich gewaltig geschnitten. Wow! Alter! Also abstechen funktioniert mit dem Piratenschwert echt gut. Sogar so gut, dass ich mal testen will, ob ich auch 3 Flaschen hintereinander abstechen kann. Ich habe da nämlich gerade eben überhaupt keinen Widerstand gespürt. Aber ist ja auch nur eine Flasche, ne? Auf die Plätze, fertig. Oh. Was hast du gesagt? Ist mir voll ins Gesicht gespritzt. Gut, dass du eine Schutzbrille anhast, ne? Wir machen sofort weiter mit einer Mehlpackung. Meinst du, das Schwert kann eine Packung Mehl durchschneiden? Ja, das denke ich schon. Also ich glaube, das wird nichts. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung und aufgrund dessen, was ich schon bisher gesehen habe, würde ich sagen, nein. Ich gebe mein Bestes. Wow, das war voll easy. Das war ein schöner, sauberer Schnitt. Hätte ich nicht gedacht. Komm, nehmen wir hier mal dieses fette Paket. Ich stelle das quer auf und dann versuchen wir das mal quer durchzuschneiden. Mal gucken, ob es das... ich wollte gerade Messer sagen. Ein kleines Messer, bist du, ne? Mal gucken, ob es das Schwert schafft, quer durchzuschneiden. Eine große, größere Packung Mehl. 3, 2, 1. Oh, das war nichts. Unten ist in der Regel die Packung auch dicker. Stimmt, da hat Aimi recht. Ich würde sagen, dein Studium hat sich gelohnt. Also Aimi hat ein abgeschlossenes Studium. In was? Wirtschaftsingenieurwissenschaften. Schwerpunkt Lebensmittel? Ja, in Innovation. Und genau deswegen weiß Aimi, dass die Mehlpackung unten am Boden mehrschichtiger ist als an der Seite. Ja, so ein Studium ist schon manchmal vom Vorteil. So ein normaler Mensch, der wüsste das jetzt nicht. Komm, mach mir weiter. Meine Hände frieren nämlich schon ab. Als nächstes habe ich hier 2 Packungen Mandelmilch aufgestellt. 2 Tetrapacks. Ich vermute, wir werden es nicht mal schaffen, 1 Tetrapack ganz durchzuschneiden. Was sagen Sie mit Ihrem abgeschlossenen Studium? Also, ich liege ja schon in Führung und ich sage, es wird es nicht schaffen. Komm, bringen wir es endlich hinter uns.
ab geht die Post. Wow! Oh, es wird spannend. Schaut euch das an. Erst Tetrapack wurde ohne Probleme durchgeschnitten. Und das zweite wurde auf jeden Fall aufgerissen, aber ja, nur zur Hälfte. Schaut euch das an. Wir haben es nicht aufgeschnitten, sondern einfach echt nur aufgerissen. Es ist einfach nur aufgrund der Gewalteinwirkung geplatzt. Komm, nehmen wir die Fernsteuerung, stellen die so auf und ich werde auch von oben nach unten schneiden. Da haben wir, glaube ich, bessere Chancen, die komplett zu zerbersten, als wenn ich das von der Seite mache. Ich bin gespannt. Wir legen los, Freunde. Ja! Wow! Wow, schaut euch das an. Also zur Hälfte haben wir die Fernsteuerung zerberstet. Es sah irgendwie eher danach aus, als wenn ich das Ding abgestochen hätte, als oben drauf geschlagen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Hiebwirkung von dem Piratenschwert ist wirklich sehr gut. Also da kommt ordentlich Kraft mit, aber Durchschneidefähigkeit ist eben nicht so heftig. Ist leider enttäuschend im Vergleich zu den anderen Schwertern. Nichtsdestotrotz, ein paar Gegner haben wir noch. Machen wir weiter. Als nächstes habe ich hier zwei Packungen Corny. Och, die sind auch schon wirklich sehr lange abgelaufen. Nichtsdestotrotz werde ich gleich mal einen Riegel davon probieren, denn ich denke, die Riegel, die werden nicht beschädigt. Also wir haben hier einmal Pappe, nicht allzu schwer, fliegt gut weg. Und da drin nochmal Riegel in Plastikverpackung. Ich bin gespannt. Ich würde mal sagen, ich stelle die hier mal so auf. Oder so, oder ja so. Und dann gucken wir mal, was passieren wird. Let's go! Hey, wie Amy direkt dahin läuft. Amy, hast du Hunger? Du hast gesagt, ich soll die holen. Hab ich gar nicht. Was, ja. Nee, was erzählst du denn da? Ey, du bist von alleine hingegangen. Bei beiden Packungen, ein Schnitt ungefähr bis zur Hälfte. Ansonsten die Corny-Riegel, oh, die konnten wir sogar auch aufschneiden. Schaut euch das mal an. Alter, ich habe die Corny-Riegel hier sogar ein bisschen abgeschnitten. Ey, guck mal, wie weiß die Schokolade schon ist. Aber das sieht nicht mehr gut aus. Doch, das ist bestimmt noch gut. Schmeckt schon komisch, Alter. Schmeckt richtig komisch, ohne Witz. Komm, bevor ich gleich tot umfalle, machen wir weiter mit ein paar Packungen Haferflocken. Ha, es steht einfach. Draufgeschmissen und es steht. Und feinfühlig versuchen aufzustellen, es rutscht die ganze Zeit runter. Drei Packungen Haferflocken versus Piratenschwert. Wer wird die Schlacht gewinnen? Wir finden es heraus. Wow. Das war echt schon enttäuschend. Ich meine, erste Packung haben wir schon ganz gut durchgeschnitten. Vogelfutter hier. Ansonsten, die zweite Packung ist aufgerissen und die dritte Packung, die hat es komplett überlebt. Kein einzigen Kratzer hat die abbekommen. Und Schatz, willst du auch mal Pirat spielen? Ja. Guck, ich habe mich schon eingekleidet. Ja, Mann. Das Piratenoutfit hast du schon an. Skier haben wir noch, der entsorgt werden muss. Wir stellen das Ding auf. Ha, es steht schon wieder. Ich bin so gut. Ich übergebe Amy das Piratenschwert und hiermit bist du nun offiziell ein Pirat. Cool. Aber Schatz, halt das richtig schön fest mit zwei Händen, ne? So, ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Ah! Hoffentlich treffe ich überhaupt. Ja, nett mal. Der erste Becher wurde hier durchgeschnitten, der wurde nur aufgeprügelt. Der zweite Becher, den kann man noch verwenden. Also Schatz. Was soll ich sagen? Ja, was sollst du sagen? Bist halt kein guter Pirat. Aber ein guter Student warst du wenigstens. Okay, Freunde, kommen wir zum Abschlussfazit. Leider war das im Großen und Ganzen wirklich etwas enttäuschend. Das Piratenschwert hat halt auch eine dicke Klinge, lässt sich jetzt nicht so gut halten beim Schneiden. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Nichtsdestotrotz haben wir herausgefunden...
haben wir herausgefunden, was für einen Schaden Piratenschwerter anrichten. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Mich hat es gut durchgefroren. Wir sehen uns, ihr wisst, irgendwann wieder. Peace. Boom!